Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo Leute und damit herzlich willkommen zurück. Seit dem letzten Mal habe ich mein Versprechen wahrgemacht. Ich bin einmal komplett zurückgelaufen. Ich habe dabei ein paar Eier gesammelt, einen Skilltrank irgendwo gefunden und hab mir Tränke ohne Ende gekauft. Weil davon hatte ich letztes Mal echt so gut wie gar nichts. Habe ich einen Karaglimmer schon mal gehabt? Übrigens nicht wundern, dass ich jetzt zwei von den Schleimen habe, das war ein Versehen. Die beiden Schleime, die werde ich auch hinterher wieder weggeben. Nachdem ich die Feuerebene geschafft habe, weil da werde ich sie brauchen. Psycho darf übrigens bleiben, weil ich sonst keinen habe, der die Elektro-Dinger aktivieren kann. Also, was bist du? Ach so, die Katze. Habe ich Sherpa zugeteilt? Ich mache auch die Sherpa. So, Sherpa ist eine Katze. Kurz gucken. Ja, stimmt, das Ding habe ich ja zugeteilt. Aber den werde ich wahrscheinlich nie im Kampf benutzen. Was kann denn die Katze? Abgesehen von Katzen. Okay. Die hat Verstärkungstechniken. Sie kann generell die ganze Gruppe stärker machen. Okay, hat zweimal Heiltechniken. Also das ist ein Healer. Es kann wiederbeleben. Okay. Noch Zerschreddern drauf. Kritische Heilung, also Heilung mehr. Heilende Verbindung. Das Teil kann sich selber heilen. Wirklich benutzen würde ich jetzt nicht. Ich muss noch gucken, was die Katze an sich noch kann beim Rumlaufen. Okay. Wäre eigentlich ein Austausch für den da. Okay, wenn ich das nächste Mal eine Katze hole, dann tausche ich das aus. Und was bist du? Dich hatte ich definitiv noch nicht bekämpft. Eine Glasschnecke. Okay. Irgendwie hat der Spektralwolf seinen Namen verloren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir wissen, dass es Sunny ist. Und Sunny will ich auch verwenden. Okay, ich brauche Wind und ich brauche Feuer. Erst einmal Kraft für alle. Das sind einmal alle verbrennen. Obwohl, nee, am besten zum Schluss. Mach mal Luftsichel. Zack. Im Übrigen, jetzt haben ein paar mehrere Viecher altern. Also, Zip hat das zum Beispiel jetzt auch. Edelsteinregen. Noch einmal Frostwind auf Zip wäre tödlich gewesen. So, ich mache jetzt mit dir einmal Segen. Dann könnte ich hier mit ihm auf Federsturm gehen. Obwohl, du machst die richtig harten Kombos. So, der ist vergiftet. Einmal den Feuersturm bitte. Zwei sind weg.
Ich müsste mal gucken, ob ich das wieder umändern kann. Weil es stört mich gerade schon ein bisschen, dass Sunny auf einmal seinen Namen verloren hat. Ich habe direkt die Glasschnecke auch bekommen. Ich kann den Skillbaum zurücksetzen, aber ansonsten nix. Ich würde gerne den Namen wiederherstellen. Warum ist das weg? Das verstehe ich halt einfach nicht. Ja, wir müssen jetzt damit leben. Der Spektralwolf ist der Spektralwolf. Sunny, du wirst ein anderes Monster offenbar. Du darfst offenbar nicht mehr der Wolf sein, laut Spiel. Tut mir leid für dich. Warum verstärke ich Cypher nochmal? Ach ja, weil er unser Flammenkämpfer ist. Schützt alle mit einem Feuerschild. Okay, Berserker nehme ich mal. Nach Möglichkeit muss ich mal dringend Viecher aus dem Team werfen. Hier brauche ich was, um Eis zu aktivieren. Und sie sind tot. Drei haben wieder ein Level Up. So, Sven hat ein Level Up. Du kriegst jetzt endlich den Combo-Buff. Also die Buff-Dinger hier, die will ich ihm generell alle geben. Lavasturm. Mann, macht der viel Schaden. Den kriegst du. Gegner wird 50% der Schadensverringerung der Verteidigung gezählt, wenn es von Verbrennung betroffen ist. Das heißt, erst verbrennen und dann damit. Ah, okay, und es würde sich eine Ladung geben, wenn es nicht angreift. Eine Eisspeersalve. Ich könnte die Eissperre an sich stärker machen. Der hat ja gerade so viele starke Teile zur Verfügung. Ich hole mal überdauern, weil dann wird Alter noch mal stärker, weil ich dann auch noch zusätzlich ein Schild kriege. Was ist das denn? Kann ich das verbrennen? Oder verschieben? Nö. Ah, okay. Endlich brauche ich dich mal. Ein Grasgrünjuwel. Hier sind Kristalle. Ich gucke erstmal rechts. Hallo? Wer bist du denn? Oh, hallo auch. Du kommst genau richtig, um mir bei meinem Experiment zu helfen. Ein wissenschaftlicher Durchbruch. Und unvergleichlich Mausmaß. Oh, vergib mir. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Lady Stasis. Eine führende Gelehrte, was die Monsterwissenschaft angeht. Ich habe mich außerdem auf die Chiromantie spezialisiert. Du wirst sehen, dass diese beiden Fachbereiche für das Experiment, das ich durchführen möchte, wichtig sind. Hütersucher, hast du schon von einer Monsterspezies gehört, die Schockhüpfer genannt wird? Nein. Natürlich hast du das nicht. Reden von einer Spezies, die seit mehr als 400 Jahren ausgestorben ist. Wie dem auch sei, mein aktueller wissenschaftlicher Ansatz soll die Schockhüpfer zurückbringen. Alles, was ich dazu tun muss, war einen genetisch Verwandten der Schockhüpfer zu identifizieren. Und nach vielen Experimenten ist mir es auch gelungen.
Mein einziges Problem ist jetzt, dass alles, was ich von dieser anderen Monsterspezies habe, ein paar Federn sind. Verstehst du mein Dilemma? Ich kann kein lange ausgestorbenes Monster aus einer Feder erschaffen. Genauso wenig, wie ich ein Monster aus dem Nichts erschaffen kann. Ich könnte es vielleicht schaffen, wenn ich ein Ei dieses Monster hätte. Wenn ich die Chiromantie mit meiner Entdeckung über die Gene der Schockköpfe verbinde, könnte ich das Ei ihres Verwandten schockgefrieren und es mit in dem genetischen Profil des ausgestorbenen Monsters prägen. Klingt logisch, oder? Also alles, was ich brauche, ist ein Ei des verwandten Monsters, das Dodo genannt wird. Dodos sind am Horizontstrand zu finden, das sich östlich am Rand der Zuflucht hinter dem Altwald befindet. Ich glaube allerdings, dass du ein schwimmfähiges Monster brauchst, um dorthin zu gelangen. Die gesamte Welt der Monsterwissenschaft wäre dir ausgesprochen dankbar, wenn du mir ein Dodo-Ei bringen könntest. Natürlich dürfst du das transformierte Ei behalten. Dieses Monster wäre ein wirklich seltener Besitz. Okay, wenn ich mal ein Dodo-Ei finde, weiß ich, wo ich hin will. Am einem Strand. Danke. Okay, wieder gucken, was ist hier. Monster, einen Moment. Und geschafft. Nochmal ein Muckwei-Ei bekommen. Nimm das. Hui. Ich habe ein Bandana gekriegt. So, hier jetzt wieder hoch. Wo habe ich eigentlich die ausgerüstet? Oh, ein Jump'n'Run. Was zum... Hier sind... Tyrannos. Goldschwanz. Gegen Angriffstechniken sind die schwach. Also alles, was physisch ist. Okay, euch beide dann auf jeden Fall. Zip macht hier dann eigentlich gar keinen Schaden. Hm. Die beiden halt auch nicht. Ich hole dann Yannick dazu, weil er jetzt einziges noch Wasser hat. So, erstmal Kraft. Yannick darf seine Lebenskanalisierung machen, weil die echt gut ist. Er hat übrigens auch Altern. Und dann mache ich Eissturm. Weil jeder, der Frost hat, ist schwächer. Bei dem guten alten Spektralwolf. Ich weiß nicht mehr, warum der Name weg ist. Nach der Aufnahme starte ich das Spiel mal eben kurz neu. Vielleicht behebt sich das dann. Ich spiele dann auch bis zu dem Punkt nochmal neu. Hm. Auf jeden Fall ein Säuresturm. Rüstungsspruch ist nämlich auch immer schön. So. Du darfst mit dem Federsturm einen der Tyrannos da angreifen. Und ich will auf jeden Fall die Schnecke weg haben, weil das habt ihr nicht gesehen, aber der kann verdammt gute Schilde machen. Hm. So, Säureregen auf ihn. Das macht sogar noch mehr Schaden. Aber wenn ich erst den Federsturm mache, dann müsste es die Schnecke doch umbringen, oder nicht? Habe ich wenigstens allen Schaden gemacht. Die können auch den Edelstein regen.
3 Treffer, 3 Treffer. 4 Treffer. So. Sven, du als nächstes. Das nicht. Das Blitzschnitzer ist nur ausweichen unmöglich, aber ist das einzige, was Nahkampf ist. Also. So, Federsturm. Nur Level 2. Und die Krallen. Okay, erledigt. Ein Goldschwanzei. Und Sip hat von hier auf ein Level Up. Tödliche Konsequenz. Dann machen die Diebers alle nochmal mehr Schaden. Oh, was für ein riesiges Labyrinth die Ebene hier aber auch einfach ist. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier einfach mal Feierabend. Ich starte jetzt gleich einmal das Spiel neu und nehme auch direkt den nächsten Part auf. Ich mache bis hierhin dann nochmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.